Also, okay, Freunde. Lance Butters, weißer Rauch. Ich habe jetzt schon so eine gewisse Erwartungshaltung, ne? Weil, wie gesagt, Lance Butters, ich habe ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Das Letzte, was ich gehört habe von ihm, war, was ihr mir auch hier auf Twitch vorgeschlagen habt. Ich zieh, es zieht, heißt das so? Oder es zieht, ich zieh. Was ich übertrieben gefeiert habe, habe ich auch schon eine Reaction zu gemacht. Ja, auf YouTube ist hier online. Und deswegen habe ich jetzt schon so. Naja, das Bild, was ich von Lance Butters hatte, ist auf jeden Fall komplett über Bord geworfen worden und ich bin mega neugierig. Er hat auf jeden Fall ein anderes Bild bei mir erreicht, was ich vorher erst von ihm hatte. Manchmal so viel verpasst hab, sitz ich zu Haus, sag komm Scheiß da drauf. Es gibt Dinge. Ich will es nicht zu hoch an den Nagel hängen. Es gibt Dinge, kennt ihr das, wenn ihr was hört? Oder seht, ihr habt einen Struggle im Leben, ihr habt einen Hustle im Leben, ihr habt Sorgen, ihr grübelt viel und so. Und dann gibt es manchmal so ganz plumpe Dinge. Meistens sind das so einzelne Sätze oder so fast schon Wörter manchmal, ne? Die euch irgendwie diesen ganzen Druck von eurer Seele nehmen. Und ich will das jetzt nicht so hochhängen, aber der erste Satz, ich hab so viel verpasst, doch scheiß da drauf, oder wie das so in die Richtung ging, ne? Spricht mir halt komplett auf die See aus der Seele, weil ich immer ein Typ bin, immer. Ein Typ bin, der Angst hat, irgendwo irgendwas zu verpassen. Deswegen sind auch so Veranstaltungen oder so Ereignisse wie Silvester für mich. Also früher war es extrem, mittlerweile bin ich da echt ein bisschen cooler geworden. Früher war das extrem für mich, weil ich immer dachte, ich verpasse was. Es ist überall eine Party. Ich würde am liebsten mich in 24 Stücke teilen, bei jedem auf die Party gehen und alles miterleben, weil ich bloß nichts verpassen darf. Und das trage ich heute noch immer mit mir rum. Deswegen, ja, ich fühle es halt direkt, was soll ich sagen? Sitz ich zu Haus, sag komm Scheiß da drauf und fick die Welt wieder mal mein Schädel, versteck ich mich hinter weißem Rauch. Mega gut, wirklich mega gut. Spricht mich an einfach direkt. Wenn ich manchmal so viel verpasst hab, sitz ich zu Haus, sag komm Scheiß da drauf. Beat, gewöhnungsbedürftig, ist aber geht schon so wieder in diese, ein bisschen so diese, nicht Offbeat-Dinger, aber hier merkt man auf jeden Fall, dass der Beat nicht so komplett ins Raster geknallt wurde. Ist aber überhaupt nicht schlimm, ich finde es bis jetzt auf jeden Fall top und ich glaube wirklich, dass ich durch euch oder dass ihr mich so ein bisschen zu einem Lance Butters-Fan gemacht habt. Ich muss es wirklich, wirklich sagen, Alter. Mein Leben ist dunkelrote Augen, rumlungern mit Frauen auf der Couch rumsitzen und erstmal einbauen, inhalier den Shit, bis mir nicht mehr so gut geht. Mein Unterbewusstsein sagt, ich sollte mal zusehen. Ich frag mich, wann ich mal klar bin, hab Briefstapel von Richtern, die mahnen und Zahlen bezahlen. Ja, ey, warum ist das manchmal so? Warum gibt es so. Es ist ja nicht der Einzige, der über diese Alltagsstruggles rappt und berichtet, ne? Es gibt aber so Leute, genauso wie 3 Plus oder auch Schissmann oder so ein paar Rapper, die das so ausdrücken, dass es bei mir irgendwie anders ankommt, als wenn es andere tun. Versteht ihr, wie ich meine? Und bei ihm ist es auch, wenn er nur sagt, Zahlen bezahlen und Richter, Briefe von dem, die sich stapeln und so. Ohne Spaß, Alter, wo ist denn mein. Naja, es ist nicht so wild, aber diese Briefthematik und dieses Briefkasten öffnen und jeder Hund will irgendwie da ein Euro von dir, da ein Euro von dir, da ein Euro von dir und du hast eigentlich nur oder bist oft nur damit beschäftigt, deinen Schulden hinterher zu rennen. Das fühle ich halt auch komplett, wenn er das hier so anspricht, Alter, ohne Spaß. Ich mal klar bin, hab Briefstapel von Richtern, die mahnen und Zahlen bezahlen, weil ich nie da war, doch Weed da für den restlichen Abend und ich sitz zwar im Glashaus, doch werf nicht mit Stein, sondern nehm sie und baue mir ne Scheinwelt verstärktes Fundament. Auch gut. Ich werf nicht mit Stein, sondern nehm sie und baue mir eine Welt aus Scheinwerte. Werf nicht mit Stein, sondern nehm sie und baue mir ne Scheinwelt Scheinwelt. verstärktes Fundament. Und wenn jeder mich kennt, nehm ich die Gun und sterb als Legende. Es macht Bang, Bang, Blut an den Wänden. Keiner außer mir hat gewollt, dass es endet. Doch solang's noch geht, gut leben trotz Fehlern. Brenn ich des Haze Auch an. wenn ich manchmal. Okay, ich muss sagen, dass der Part mir jetzt vom Flow her fast ein bisschen zu wild geflowt war.
Also zu viel gespittet und geflext, so, wenn ihr wisst, was ich meine. Es war zwar nicht gespittet und geflext, aber es ging schon so ein bisschen so in die eher so schnellere Flow-Richtung. So. Fand ich aber nicht schlecht, fand ich alles gut. Natürlich ist es so, dieses Kiffen habe ich hinter mir gelassen, aber das, was er beschreibt, mit diesem, ach, egal, was passiert, und wenn sich da die Briefe stapeln und da die Rechnungen bezahlt werden müssen und das ist da, überall Probleme, so. Das Kiffen war immer da. Und das ist eigentlich genau, natürlich ist es Fluch und Segen zugleich, weil Kiffen ist natürlich eine Medizin. Manche benutzen es als Medizin und missbrauchen es, so wie ich es getan habe. Also bei mir fing es schon ganz früh an, dass ich anfing, oder ging es schon ganz früh los, dass ich diese psychischen Probleme hatte, diese Komplexe, dass ich Angst hatte, was zu verpassen, dass ich Angst hatte, ausgeschlossen zu werden, dass ich Angst hatte, verlassen zu werden, dass ich Angst vor der Zukunft hatte, dass ich Angst hatte, weiß ich nicht, meine Eltern sterben, dass ich immer diese Angst vor irgendwas hatte, immer diese Angst, 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 mein halbes Leben, gell? Und sobald ich einen geraucht habe, war mir halt alles Latte. Es war mir halt wirklich egal. Und das ist natürlich in dem Moment für dein Wohlbefinden eine pure Erlösung. Das ist wie, als fällt dir ein Stein vom Herzen, wenn du dir eine dicke Keule baust und die dann rauchst, dann bist du erstmal komplett cool down und alles ist erstmal so, yeah, chill out mäßig, ist alles gar nicht so schlimm. Aber trotzdem sind die Probleme ja nicht weg, sondern sie sind betäubt und sie kommen halt immer wieder. Und deswegen ist es so Fluch und Segen zugleich. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich mich trotzdem, auch wenn ich nicht mehr kiffe, sehr gut hiermit identifizieren kann. Leben trotz Fehlern, brenn ich das Haze an. Auch wenn ich manchmal so viel verpasst hab, sitz ich zu Haus, da komm Scheiß da drauf. Und sieht die Welt wieder mal mein Schädel, versteck ich mich hinter weißem Rauch. Ich manchmal zu viel verpasst hab, passt das ganz genau in mein Raster, ich mach fast nada, schieb's auf kommende Tage, doch bin dann noch kaum in der Lage. Ey, krasser Flow auf jeden Fall so, ich finde, es ist schon, es ist eigentlich für Rapper, die so, ich will nicht sagen, er hat ja keine tiefe Stimme, aber er hat schon so eine markante Stimme, eine volle Stimme, also zumindest nehme ich die so wahr. Er ist nicht dünnspurig, sondern er hat eine runde, voluminöse Stimme und da ist es oft so, dass es für mich besser klingt, weil die Leute so ein bisschen langsamer rappen halt und nicht so rappen. Zum Beispiel würde es sich jetzt auch bei einem Flair beispielsweise komisch anhören, meiner Meinung nach. Hier, was er macht, ist es aber trotzdem gut und es ist von den Flow-Pattern, wie er die setzt, halt echt gut. Wobei ich da mich ja, gerade bei so Songs, die so eine gewisse Message haben und so eine Thematik haben, will ich mich ein bisschen davon differenzieren oder nicht differenzieren, ein bisschen so freier von machen, immer nur dieses Technische zu betrachten und da immer auch was sagen zu müssen, sondern einfach mal das Ding fühlen halt, ne? Auch wenn der Flow hier beim Einstieg wirklich, ich mach das, da, 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 dieser Flow war schon auf jeden Fall mega dope. Und auch wenn ich manchmal zu viel verpasst hab, passt das ganz genau in mein Raster, ich mach fast nada, schieb's auf kommende Tage, doch bin dann noch kaum in der Lage, ich scheiß auf. Auch das, Digga, das ist Real Talk, das ist the story of my life, Alter. Ich schieb's dann auf kommende Tage, doch bin dazu dann kaum in der Lage. Immer dieses morgen machen, da. Boah, Digga, das kennen doch auch viele von euch bestimmt. Oh, jetzt kommt auch noch die Pep-Schiene. Digga, jetzt grast er aber alles ab. Tage, doch bin dann noch kaum in der Lage. Ich scheiß auf Pep, kiff mir die Birne weg. Programmiert für ein Leben, das ziemlich früh endet. Geh straight auf die 30 zu. Langsam zeigt sich, alles was ich mach, geht in Rauch auf. Nichts bleibt mir hier, außer zu inhalieren. Fokussieren geht nicht, ist Hirn so vernebelt. Und täglich seh ich Menschen, die's regeln. Das Lenkrad ergreifen und herumreißen. Doch das Lenkrad ergreifen und darum. Reimtechnisch lässt er hier schon oft was zu wünschen übrig. Ich muss auch generell sagen, dass ich den Track sehr stark finde und dass er mir auf jeden Fall, schon stellenweise aus der Seele spricht oder zumindest die Dinge anspricht, die immer seit eh und je ein großer Teil in meinem Leben waren. Und deswegen fühle ich das Ganze natürlich auf einer Ebene. Es geht aber sonst jetzt nicht unbedingt so nah an mich ran, muss ich sagen. Ich finde es wirklich bärenstark. Aber es ist,
Es ist nicht der Knaller für mich. Was muss geschehen, bis ich spoile? Mindset wird anders, der Trott bleibt der gleiche und neigt sich ein Tag auch wieder dem Ende. Brennt mein Paper, als gäb's kein Problem. Ja, aber das ist genau das. Neigt sich ein Tag wieder dem Ende, brennt mein Paper, als gäb's kein Problem. Also für mich sind so Leute, die das machen, wirklich in Gefahr, sich in eine Scheinwelt zu katapultieren und alle Probleme zu unterdrücken. Und Probleme zu unterdrücken ist, das ist auch Fluch und Segen halt so, ne? Probleme zu unterdrücken fühlen sich natürlich für dich, dein Herz, deine Seele, fühlt sich erstmal komplett richtig und gut an, so. Stein vom Herzen, wow, ich kann durchatmen. Aber die Sachen, wenn du sie unterdrückst, die verarbeitest du nicht. Die kommen halt immer wieder und du musst quasi die Sachen verarbeiten. Und verarbeiten kannst du Sachen nur, wenn du durchgehst. Ich war damals in der Klinik, als ich in der Entzugsklinik war und wirklich morgens mich in der Dusche eingesperrt habe, dort duschen war, weil ich nicht zum Morgenkreis wollte und so, weil ich Angstzustände hatte. Ich habe mich in der Dusche eingesperrt, irgendwann die Ärzte klopfen, der Rest, kommen sie raus, blablablab und so, ne? Und da war ich wirklich, wirklich fertig und irgendwann habe ich dann auch mit einem Musiklehrer, der sehr jung aus war, Drogen halt ein Jung, der war irgendwie 50 oder so, sah aber wirklich nicht älter aus als ich, real talk halt so, ne? Und dem habe ich irgendwann das Ohr abgeholt. Ich sage, ich kann nicht mehr, ich habe so Angst hier, ich drehe hier gleich durch, ich will, dass das aufhört, ich will, dass die mir Medikamente geben, ich bin zu den Ärzten gegangen, geben sie mir irgendwas und so, ne? Und der hat mir dann gesagt, du musst durch die Depression durch. Es gibt keinen anderen Weg, um sie loszuwerden, außer durch. Fühle den Scheiß so. Oh Gott, ich neige wieder dazu, euch hier richtige Therapiestunde zu bieten, Freunde. Deswegen finde ich, so gut die Message auch ist und so geil ich das finde, dass man seine Gefühle und so auf so Tracks verarbeitet, trotzdem finde ich, sehe ich das Ganze doch ein bisschen skeptisch so. Fick die Welt wieder mal mein Schädel. Sitz ich da ohne Regung, versteck mich hinter weißem Rauch und ist das Leben bald aus, bin ich wenigstens raus ohne Fragen. Was wär, wär's nicht gekommen, wie's gekommen ist, weil der Gedanke im Nachhinein dann umsonst ist, doch sollte ich bis dahin zu sehen wie. Ist schon so auf jeden Fall, das Lance Butt ist schon so ein Flower, der auch so viel Zeilensprünge macht und so keinen geradlinigen Flow hat. Und das fällt mir auf, wenn ich jetzt auch an das Es zieht, ich zieh zurück denke. Dann war das ja auch so, da habe ich die ganze Zeit, könnte schlimmer sein, was sagt er da, könnte schlimmer sein, wie geht denn das nochmal, es zieht, ich zieh, oder es zieht, ich zieh, da sagt er doch auch irgendwie, könnte schlimmer sein, egal, könnte schlimmer aussehen. Das hatte ich letztens im Ohr, die ganze Zeit laufe ich hier rum, könnte schlimmer aussehen. Meine Freundin fragt mich irgendwann, was laberst du da, ich sage, ich weiß auch nicht, ich habe diesen Ohrwurm mal da, könnte schlimmer aussehen. Ja, deswegen, ja, es ist für mich hier ein bisschen anstrengender und ich finde auch die Message, die starke Message, so in Anführungszeichen gespaltene Meinung, leidet ein bisschen darunter, dass er das so runterflext und float halt. T-Rowdy, Digga, das ist eine 30€ Casio, die ich von der Schwester meiner Freundin geschenkt habe. Ist keine Rowdy, Digga, macht euch mal keinen Kopf, ey. Scheiß da drauf. Versteck ich mich hinter weißem Rauch. Den Beat hätte Herr Kuchen bauen können hier, Alter. Aber nur so, bis dahin. Okay, aber ich sag's, ich hab's am Anfang des Videos gesagt, Lance Butters interessiert mich sehr und ihr habt mich wirklich neugierig gemacht, so. Also von mir aus kann ich gern bald mal ein Video auf YouTube machen oder auch gern mit euch zusammen, da treffen wir uns zu einer Lance Butters Session, so. Und dann geben wir uns mal ein paar Videos. Wirklich wahr, also das ist schon, gerade weil es einer ist, der das halt alles so ungefiltert ausspricht, das mag ich auch so, diese Struggles im Leben und so, das gibt mir schon was, Freunde.